Am 8. September 2021 waren das RBB-Fernsehen und der Radiosender Antenne Brandenburg erneut am Bahnhof Lauchhammer im Einsatz. Im Fokus der Berichterstattung stand diesmal nicht die fehlende Barrierefreiheit der Personenüberführung, sondern der noch nicht vollständig hergestellte Blitzschutz der Konstruktion. Schilder weisen die Fahrgäste darauf hin, dass die Brücke bei Gewitter nicht benutzt werden darf. Die Erklärung dafür lieferte die Deutsche Bahn erst auf Nachfrage. Der vollständige Blitzschutz soll so schnell wie möglich gewährleistet werden. Was so schnell wie möglich bei der Bahn bedeutet, bleibt abzuwarten. Der RBB-Beitrag wird heute am 8.9. ab 19.30 Uhr in der Sendung Brandenburg aktuell ausgestrahlt. Die Stadt Lauchhammer beharrt weiterhin auf die Nachrüstung der Personenüberführung mit Aufzügen und hofft nach wie vor auf ein Einlenken der Deutschen Bahn. Die dafür gesammelten Unterschriften werden am 14. September 2021 dem Petitionsausschuss des Landtages in Potsdam übergeben.